Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Adventskalender öffnen. Erstmal Happy Weihnachten. Ich bin heute so glücklich, ich trage auch gar kein schwarzes Outfit, um meine Freude darzustellen. Ja, wir fangen an mal mit Lind. Ich vermute, da ist heute wieder ein Netto-Gutschein drin. Zumindest hat meine Oma sowas angedeutet. Hier die 24, die ist schon ein bisschen eingedatscht, weil das Ding immer durch die Gegend. Boah, wieder 2,50. Jetzt kann ich für 5 € mit Nikolaus zusammen mein. Richtig geil. 5 € kann ich jetzt bei Netto mir holen. Und ein kleines Christkind. Ja, ich habe gerade keinen Bock auf Schokolade. Ich war gerade Pizza essen. Ja, es gibt Leute, die an Weihnachten vegane Pizza essen. Ja. Fand ich auch besser als bei meiner Oma zu sitzen und irgendein totes Tier mir vor die Nase halten zu lassen und dann kotzen zu gehen, wie das im Vorjahr der Fall war. Ach ja, und ich wurde von meiner Oma rausgeschmissen, weil, ey, warum habe ich denn keine Maske auf? Direkt kein Bock mehr. Aber nächste Woche macht Oma mir Essen, also alles cool. Ja, ich war heute ein bisschen unterwegs bei der Verwandtschaft. Und ja. Jetzt bin ich daheim und öffne meinen wunderschönen Adventskalender. Ich bin schon gespannt, was sich hier drin jetzt verbirgt. Ich tippe auf Lidschatten. Ich hoffe, ihr hattet alle ein besseres Weihnachten, weil keine Ahnung, dieses Weihnachten ist für mich noch weniger ein Weihnachten als all die Jahre zuvor. Früher als Kind war das ja immer so übelst das. Oh mein Gott, es ist Weihnachten, Party hart. Dann war es irgendwann halt einfach nur noch Party und war halt einfach so, ja, cool, Anlass zum Feiern, es ist Weihnachten. Und dieses Jahr ist einfach so, Alter, jetzt muss ich eine Woche lang hier daheim rumhocken und darf nicht mal aus dem Haus wirklich gehen, weil da kann ich ja eh nichts tun. Ja, ich bin derzeit nicht so gut gelaunt auf Weihnachten, ganz ehrlich. Es ist nicht so, als wenn der 24. Dezember ist. Es fühlt sich an wie, keine Ahnung, wie der 10. November. Und anstatt dass es schneit, regnet es gerade draußen in Strömen. Ist halt noch dazu. Und ich denke mir halt einfach so. Cool, ich habe Geschenke gekriegt. Cool, ich habe 250 € gekriegt. Und was soll ich jetzt damit? Bringt mir halt auch nichts. Und ich war noch nicht mal dabei bei meinen Eltern. Also, ja, ist halt alles ein bisschen unnötig. Dann fangen wir mal an bei 24. Aber keine Ahnung, es fühlt sich an wie ein Tag wie jeder andere. Null wie Weihnachten. Und ich hoffe, dass ich das nächstes Jahr Weihnachten wieder schöner erlebe. Dass ich nächstes Jahr wieder irgendwas erlebe. Also echt, also wenn jemand mir depressiv sein beschreiben müsste, dann mit meiner momentanen Stimmung. Man kann halt nicht mal irgendwie rausgehen zum Atmen, wenn nach 9 ist, das ist halt traurig. So glamorous. Eyeshadow Collection. Lidschattenpalette. Und der Kalender ist hiermit ausgeräumt. Wupp, wupp. Ich versuche zu öffnen. Aber ich glaube, ich brauche beide Hände. Ja, ich habe ein Kleid an und ja, meine Strumpfhose ist wahrscheinlich kaputt. Okay, das sind verschiedene Brauntöne. Ich sehe hier auch mit Glitzer. Ich möchte mich nicht sehen. Ganz viel Glitzer, geil. Braun kann man vielleicht noch verwenden, aber den Rest eher nicht so. Ja, richtig cool. Richtig, richtig, richtig cool. Also, das ist es dann schon mal eher nicht so. Ich hätte jetzt mehr erwartet, aber okay. Ja, dann war es das jetzt mit. Ich kann jetzt mal auch zu meiner Sammlung hochgehen. Ich habe nämlich eine Sammlung am Fensterbrett angelegt mit allen möglichen Schminksachen, die ich jetzt so erbeutet habe. Dieses tolle Augenbrauen-Ameiset. Sämtliche Pinzetten, Stifte und alles Mögliche. Und hier ist mein Müllberg an Süßigkeiten von den anderen Teil. Ja, hier das coole Tattoo. Ich weiß immer noch nicht, was ich damit anfangen soll. Wie gesagt, ich schminke mich nicht, ich habe es nicht vor. Aber ich habe jetzt eine ganz große Auswahl an Schminke. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es bei irgendwas anderem weitergeht. Ich weiß nicht, ob nochmal irgendwie so ein Real-Life-Shit kommt. Ich habe auch gerade keinen Anlass dazu, außer euch würde was einfallen. Okay, wir sehen uns dann irgendwann anders wieder. Ich habe auch ganz viel Steam-Spieler jetzt. Aber das werdet ihr schon sehen. Wir sehen uns dann irgendwann anders mal. Bis dahin. Tschüss.